Und ein herzliches Willkommen zurück zu Hellblade. Und ja, wo sind wir stehen geblieben? Hier hatten wir gekämpft. Oh, hier haben wir einen Stein noch anzusehen. Und ja. Jetzt auch doch auf nicht nur auf 1080p, sondern auch auf 4K. Und wir schauen uns erstmal diesen Stein genau an. Schauen wir mal, was der uns zu sagen hat. The Northmen say that in the beginning there was nothing. Darkness, bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a car. Whose milk fed the giant. That's right, a cow. But you weren't expecting that. Okay. Aus der Dunkelheit entstand Leben. Okay. Gut, also, willkommen zurück bei Von Nöher Gameplays als Hobby mit Hellblade. Wir müssen irgendwie zwei Götter besiegen, habe ich jetzt mitbekommen. Jetzt mal so einfach loskämpfen können wir nicht, sodass ich nochmal gucken kann, wie was funktioniert. Aber ich habe herausgefunden, wenn man hier auf Pause drückt. Jetzt mache ich mich mal weg. Kann man hier sehen. Allgemeine Steuerung. Interagieren. F. Left, Shift, Rennen. Shift. Fokussieren. Das haben wir ja schon als kennengelernt. Bombardieren verstehe ich zwar jetzt nicht, weil das ist nur nach links und rechts laufen. Aussehen, das würde ich immer sagen, eher umsehen. Fotomodus brauchen wir nicht. Schnellschlag, wie gesagt, also und schwerer Schlag, das ist der langsame, das hatte ich ja schon auch schon rausgekriegt. Nahkampfangriff F, was gleichzeitig interagieren ist, aber das ist anscheinend nur ein Kampf. Blockieren, ja, strl, Dings und ausweichen, Spacebar, das haben wir auch schon rausgekriegt. Mehr gibt es wohl nicht zu wissen. Hoffe ich doch zumindest, weil es wird einem ja irgendwie nichts beigebracht. Vielleicht, weil ich es auf schwer gestellt habe, ich weiß es nicht. Gut, gehen wir hier zuerst hin. Raven, Ancestor of the Seers and Master of Ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valraven and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Gut, dann holen wir uns mal das Mal. Bin ich ja mal gespannt. Es speichert. Oh, der Kopf bewegt sich sogar mit in die Richtung, wo man hinguckt. Was haben wir da oben? Können wir das fokussieren? Tatsächlich. Ymir was a frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had three sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the All-Father. Okay. Ich kann euch jetzt leider nicht dazu sagen, inwiefern, ich sage jetzt mal, dieses Hintergrundwissen hier stimmt in dem Spiel. Ich kenne mich jetzt mit den Wikingern nicht so wirklich aus. Mit den Nordmännern. Und ihren Sagen. Gut, wir laufen mal weiter.
Da ist wieder diese Tür mit dem Symbol. Der Kringel ist nichts. Schau mal an, es geht sogar noch hier lang. Oder auch nicht. Aber an sich eine ganz schöne Grafik. Liebevoll erarbeitet. Ah, hier kommen wir hier hoch. I push it. Ich würde mal sagen, das soll sowas wie ein Tor sein, welches ich aber wohl erst irgendwie aktivieren muss. Gut, dann gehen wir erstmal hier hin. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Ja gut, das kann ja wohl nur da oben das Tor sein. Kann ich jetzt hochklettern? Nee. So circa eine Stunde kann ich aufnehmen. Okay, Fokussierung bringt nichts. Vielleicht von der anderen Seite aus. Okay. Das ist sehr geil gemacht. Das heißt, ich muss jetzt so gesehen hier so durchlaufen. It's funny. We all want to see behind the veil, don't we? Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. Okay, schon interessant. Huch. Oh! Brauchen wir nicht. Brauche keinen neuen Treiber. Jetzt nicht. Später. Schauen wir mal, was uns hier hinterher erwartet. Wie es aussieht, wohl ein Kampf, ne? This is the price she pays for seeing things differently. Because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it can see you too. Ein Altar.
Und ein Berg voll Leichen. Verfaulende Leichen. Bobbes. Sobald ich hier durch die Tür möchte, kommt bestimmt hinter mir etwas. War klar. Okay, los geht's. Die Geräuschkulisse ist geil. Okay. Die Geräuschkulisse ist geil. Aber natürlich werde ich finden, was ich suche. Gerade aus Parieren und so, das klingt richtig echt, das ist geil. Das gefällt mir. Gutes Kämpfen wird sehr wahrscheinlich etwas einseitig wirken. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwelche Fähigkeiten bekommen, womit wir kämpfen können. Okay, da kann ich nicht hoch. Das da brauche ich auf jeden Fall. Nehme ich mal an. Valravn's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Truth. Look how much it's changed. Na, wieso bleibt die Kamera nicht da oben? To break the seal, align the ravens with the mark of Valravn. Welche Raben? Das ist schon cool gemacht. Gefällt mir. Ah, okay, ich verstehe. Something's shifted. Something's happened. Something's you. Ich
spüre es. Can you feel it? I feel it. Okay, viel ist ja bis jetzt noch nicht passiert hier in dem Spiel. Aber was haltet ihr von dem Spiel? Ich persönlich finde es echt interessant. Es ist echt gut gemacht. Mal eine andere Welt von Spiel. Da hinten ist das Tor. Muss ich aber erstmal aktivieren, wenn ich hier durch fokussiere. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravan. Das sind Raben? So, schneller rennen kann ich leider nicht. Oh, da haben wir auch noch ein Tor. Mehrere Tore. I hear something. If you hear the song of Valravan, follow it and it will lead you to him. But be aware of his illusions. You can't always trust your eyes. The song. Valravan. Challenge me. Das Vieh, das haben wir bei God of War auch gesehen, nur in übergroß. Muss ich dem folgen? So. Da kann ich nicht hoch. Okay. Is she lost? It'll be the first time. Last winter, before the tragedy, she journeyed into the wilds of her native land, living off berries, roots, and rabbits. It's not uncommon, you see. We call such a person a gelt. Some, like Truth, become gelt in search of penance. Others. Senna, to purge a curse.
Those who make it back are forever changed. Okay, wenn ich jetzt hier durchlaufe, ist mit Sicherheit das Tor offen. Oder auch irgendwas anderes. Ich bin ja dumm. Da oben ist er, aber bis ich da oben bin, ist er ewig. Wo geht's denn hier oben hin? Hier muss ich, glaube ich, nicht hin. So komme ich also hier oben hin. Keine Ahnung, was dieses Tor hier jetzt machen sollte. Okay, das heißt, ich kann den ganzen Weg wieder zurück. Ich weiß jetzt nicht, was das Tor verursachen sollte. Oh, ich kann das sogar aufmachen. Wusste ich jetzt gar nicht. Okay, da muss ich irgendwie hin. Jetzt sind wir wieder hier. Geht doch. Jetzt weiß ich halt nicht, was dieser Torbogen da oben zu suchen hatte. Es hat sich nichts getan, egal in welche Richtung ich da geguckt hatte. Schauen, ob ich die Tür hier jetzt aufkriege. So. We picture fear and we think of a shadow in the woods. It were that simple. The worst kind comes without warning. Deep and primal signal from within. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. She can't go in there. Why not? Valravn, he's there. Oops.
Oh, wenn man zeitnah pariert, kann man wohl so spezielle Angriffe machen. I take him down. Woo! Das Blöde ist, ich habe auch keine Lebensanzeige. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich noch getroffen werden darf. Und die Umgebung sieht jetzt schon wieder anders aus. Okay. Hier geht's dann wohl weiter. Die Finsternis ist weg. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Okay. An sich klingt's ja aber auch so ein bisschen crazy. Oder wir haben es in der heutigen Zeit einfach nur falsch interpretiert, was so überliefert wurde. Kann natürlich auch sein. Und da kommt natürlich so ein Kauderwelsch bei raus. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wild. Perhaps never to return. Oh, you hang up. I know it does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. So, es hat gespeichert. Wir sind jetzt bei 28 Minuten. Ich glaube, wenn ich jetzt weitergehe und es passiert nur irgendetwas, kommen wir einfach zu lang. Ich sehe nur, hier hängen jetzt ziemlich viele von diesen roten Dingern. Da muss ich, glaube ich, dann die richtigen finden, um die Tür zu öffnen. Aber das passiert im nächsten Teil. Ja, bis jetzt, ich finde das Spiel echt klasse. Jetzt habe ich auch herausgefunden, wenn man echt knapp dann erst anfängt zu parieren, kann man so einen Special Move machen, was so viel Schaden verursacht. Das und sieht auch geil aus. Also das Kämpfen haben die echt gut hingekriegt, also das gefällt mir. Nur wie gesagt, ich weiß nicht, ob es noch irgendwie Fähigkeiten gibt, die man bekommt oder sowas. Dass man vielleicht noch ein bisschen mehr einsetzen kann zum Kämpfen. Sonst kann es eventuell im Laufe des Spiels eintönig werden mit den Kämpfen, weil man nicht so viel machen kann. Aber gut, wir werden es erfahren. Jetzt zwar noch nicht, aber irgendwann später, denke ich mal. Und ja, das war von mir Gameplays als Hobby mit Hellblade, Senua's Sacrifice oder sowas heißt es, glaube ich. Ich spiele es und weiß nicht so ganz, wie es heißt. Außer Hellblade, das weiß ich. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen bis jetzt. Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Teil. Auf Wiedersehen und viel Spaß noch bei mir auf der Kanalseite. Tschüss.